Herzlich willkommen. Die Bäume sind aufgeblüht. Die Kirschen, beste Signal für dieses Jahr 2021. Unsere Felder alle grünen ganz mächtig. Jeder einzelne Baum schiebt sein grünes, hellgrünes Laub heraus. Das Leben hat ganz einfach begonnen. All die Kälte ist vorüber. Ununterbrochen, die Wärme zieht uns heraus. Das Frühjahr hat jetzt seinen mächtigen Start erreicht. Herzlich willkommen hier in unserer Vereingemeinschaft an diesem Sonntag. Ihr drüben von Schwebheim, von Kretzstadt, von Ober, von Untereuerheim, von Weiher, von Goxheim, von Senfeld. Mitten in der Flur, hier im Goxheimer Gebiet, mag ich euch manches erzählen, aber vor allen Dingen viel, viel wichtiger, mit euch etwas anzuschauen. Im Augenblick stehen wir hier an einem Getreidefeld. Und wer draußen durch die Flur geht, sieht, wie das Getreide anfängt zu sprießen, wie ununterbrochen das Getreide sich herausschiebt und seine Form gewinnt. Eine bare Freude, ein helles Vergnügen, denn wir Menschen leben vom täglichen Brot. Wir Menschen leben davon, dass die Natur uns alles zur Verfügung stellt, dass wir satt werden und einen wahnsinnigen Genuss haben. Alles ist für unsere Freude bereitet. Was gibt es Schöneres, als dass das Glück uns entgegenlacht, das Glück uns angeboten wird? Im Augenblick schaue ich mit euch so ein Rhabarberfeld an. Eine uralte chinesische Pflanze. Und wer von uns mag nicht diesen feinherben Geschmack des Rhabarber? Und dann heißt es zu merken und zu sehen, wie die Natur ununterbrochen vorsorgt. Ich bin nicht ganz vertraut, wofür der Rhabarber eine Heilpflanze ist, aber ich werde mich kundig machen. Die Natur selber gibt Vorgaben, dass unser eigener Körper heil werden kann. So manches Kraut draußen in der Flur, manches, was so als Heilmittel wächst, wäre notwendig wieder zu entdecken. Und dann natürlich herrlich schön auf diesem Feld, dieser feine Geschmack, den er uns vermittelt. Die Früchte der Erde, die uns den Körper stärken, die uns den Körper heilen und die uns einen fein, herben, großartigen Geschmack gönnen. Welche Lebensfreude fängt mit dem Frühling an? Ich habe den Platz gewechselt. Ich stehe jetzt mitten in einem altbekannten Spargelfeld. Selbst in München ist dieses Spargelfeld berühmt. Und es gibt unwahrscheinlich viele, die dieses Gemüse im Frühjahr gerne genießen. Wenn der Spargel so schießt, wenn er dann seine Knospen zeigt und dann mit Leidenschaft genossen und gegessen wird. Eine richtige Erfrischung, ein guter Geschmack, der Salat, das Gemüse. Wenn ich so durch die Felder streife, vielleicht geht es euch genauso wie mir. Ununterbrochen bereitet uns die Natur den Genuss für das Leben vor. Die Stärkung für unseren Körper und die notwendige Gesundheit. Und dann heißt es, wer denkt im Augenblick nicht auf dem Spargelfeld an dem guten Tropfen Wein? Und das, was wir nur wünschen und das, was wir hoffen, dass alle diese Früchte der Erde reifen und gedeihen. Die Getreidefelder, die mit ihren grünen Spitzen sich zeigen, das Rhabarberfeld und hier der Spargel. Aller Genuss zum Frühjahr. Wir sind jetzt hier in Ottendorf, direkt an der Kirche. Untereuerheim, eine Gemeinde unserer Vereingemeinschaft, macht zum Markustag, dem 25. April, einen Bittgang. Aber das Wichtigste am Bittgang ist zuallererst das Dankeschön. Nämlich der Genuss, der ununterbrochen uns von der Erde beschert wird, der uns ununterbrochen beschenkt wird. Wir waren ja auf einer Rundreise, hatten so manche Felder angeschaut. Und dann natürlich hier in Ottendorf das Lindenblütenfest.
im Herbst der Bauernmarkt bare Geschenke, bare Glücksmomente für einen jeden Besucher und jede Besucherin. Aber zum Markustag macht unter euer Heim hier einen Bittgang. In der Mitte das Dankeschön, dass unsere Erde Tag für Tag, Jahr für Jahr uns alle schenkt, was wir brauchen. Einen Genuss uns erhält ununterbrochen und nie hört die Erde auf, für uns zu sorgen. Und wir ahnen, so selbstverständlich wie diese Fürsorge der Erde ist, im Hintergrund unser verborgener und schweigsamer Gott. Und dann natürlich unsere Bitte. Du Mensch, du Menschengemeinschaft, hilf mit, dass Tag für Tag an jeder satt wird. Das, was ich euch wünsche, jetzt an diesem Sonntag, zum Markustag, zum Markusfest, dass ihr genießen könnt die Schönheit der wachenden Natur, die Freude an allen Düften, die Lust an den vielfältigen Farben und in spannungsvoller Erwartung seid, wenn der frische Rhabarberkuchen bei euch auf dem Tisch ist oder der Spargel euch seinen Genuss schenkt mit dem richtigen Schluck Wein. Euch allen einen frohen Sonntag.